So, schuldig für die kleine Unterbrechung. Ah, Mann. Heutzutage wird ja alles noch über Telefon gemacht. Nicht, dass man mal ein paar Häuser weiterlaufen kann, um mal nachzufragen: Hey, ist die Freundin wieder da? Ey, das geht nicht? Also, das ist, finde ich, jetzt mal ganz mies. Coole Fähigkeit. Gut, findet Jakan. Jakan. So. Kleiner Köter, du bist jetzt dran. Gut. Hey, was ist das? Eine einfache Fackel? Ein einfacher Stein? Eine Essenzrune, die nehme ich mir. Oh. Hat das schon? Keine Ahnung, wer das genau ist. Okay. Darüber gehen wir jetzt. Hier rüber. Ich muss euch etwas fragen. Okay. Wo ist hier rüber? Moklo. Cool. Ganz, ganz Was schwerer habt ihr da in Name. der Mine gemacht? Und habt ihr da drin vielleicht einen dreckigen Bretonen gesehen? Wie lautet sein Name? Er ist ein Lügner und ein Dieb. Er hat Oberhaupt Bosek einen Rubin gestohlen. Nun, wenn der Rubin wieder auftauchen würde, lässt Bosek ihn vielleicht leben. Könnt ihr mir helfen oder nicht? Das ist jetzt eine gute Frage. Wir wissen ja, Chaka oder Jaka ist ein elendiger Dieb. Und ein Lügner bestimmt noch dazu. Da bin ich mir sicher. Aber unsere liebe Retterin hier, Captain, der liebe Captain, braucht ihn. Ob ich dafür meinen Kopf hinhalten kann? Ich glaube, allein für den Captain, nicht für Jaka, werde ich lügen. Nun, das ist zu schade. Falls ihr ihm mal wieder begegnet, dann sagt ihm, dass er tot ist, wenn wir ihn noch mal zu fassen bekommen. Werde ich ausrichten, leb wohl. Gut, dann gehen wir zum Gasthaus und treffen uns mit Jakar. Auf dass er nicht mehr ganz so viele Dämlichkeiten macht. So, kann man hier hoch? Sieht nicht danach aus. Nein, dann schwimmen wir ein bisschen weiter. Guck mal, eine Ziege. Die frösten wir jetzt. Weg ist die Ziege. Passiert. So. Wohin müssen wir da jetzt eigentlich? Hundlingshafen. Das Grab. Gebräu von Cantriel, Gildenhändler, Tortur und Trünke. Huldingshafen, rustige Schmiede, Färbetisch, offener Markt. Okay. Der unschuldige Schurke. Ach, dahin müssen wir. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Gut. Mal sehen, wo uns das hinführt alles. Aber großes Gasthaus, muss man schon sagen. Ach, da ist Irien wieder. Wenn ihr diesen Mistkerl Jakan sucht, der ist mit einem Rotwardonenmädchen in der Taverne. Was ist Ich geschehen? habe gehört, wie er einem Rotwardonenmädchen erzählt hat, er wäre Schiffskapitän und würde sie nach Schildwacht mitnehmen. Sie ist natürlich dahingeschmolzen, genau wie ich damals. Würde ich das Oberhaupt nicht noch mehr hassen als ihn, würde ich sein Versteck verraten. Ich muss von dieser Insel herunter.
Das kann ich gut verstehen. Leb wohl, Irin. Sie wollte nicht aufhören mit dem Rauben. Ihr habt doch keine Ahnung. Hab ich doch. Saufnasse. Morgen früh bin ich wieder nüchtern. Okay, wo bist denn du? Ach, da. Ganz sicher nicht nüchtern. Hey, na, Jakan. Schön, dass ihr da rausgekommen seid. Hier ist der Rubin, den ihr gestohlen habt. Blick mal, das Oberhaupt hatte ihn doch vorher schon gestohlen. Und ihr habt ihn mir zurückgebracht, nicht wahr? Ihr schuldet mir etwas für eure Befreiung. Und Kapitän Kalin braucht eure Hilfe. Also wenn du so fragst, klar. Wenn sie ein Ding plant, dann bin ich dabei. Alles, was ich dafür will, ist ein Freifahrtschein von dieser Insel herunter, sobald wir damit durch sind. Okay. Hey, ihr da! Braucht ihr Hilfe? Okay, was gibt's? Ich dachte schon, ich finde euch nie. Ihr seid ja nie lange an einem Ort. Kann ich euch behilflich sein? Ich bin Nicolene. Ich arbeite für Kapitän Kalin. Sie hat mich losgeschickt, um euch zu finden und zu fragen, ob ihr Glück bei der Rekrutierung für unseren Beutezug hattet. Sieht so aus, als hättet ihr schon neue Freunde gefunden. Das könnte man so sagen. Dann hört mal zu, nur damit ihr Bescheid wisst. Wir haben ein Versteck bei den Docks eingerichtet. Kommt dorthin, sobald ihr fertig mit dem Rekrutieren seid. Sucht nach Lambur, draußen vor der Tür. Ich komme zu euch, sobald ich bereit bin, von hier aufzubrechen. Es gibt drei Leute, die Kapitän Kalin gerne bei ihrem Beutezug dabei hätte. Lerissa, die Gerissene, Jakan und Neramo. Sie hat mir von ihnen erzählt. Über wen wollt ihr mehr wissen? Wo ist Lerissa, die Gerissene? Sie ist in Heilighafen. Die Seedrachen haben ihr Schiff auf die Felsen gelockt. Diese Bastarde wissen wirklich, wie sie einem den Tag verderben können. Es liegt südlich von Hundingshafen. Sucht nach dem großen Leuchtturm. Okay, leb wohl. Da gehen wir das an. Gut. Tagebuch, ja. Die Mannschaft der Speerspitze. Gut, dann gehen wir zu Larissa. Also mit der Ansicht ist es viel cooler zu spielen, wie ich finde. Okay. Das Versteck will ich noch gar nicht betreten. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so tolle. Kann ich eine große Karte machen? So. Aber wenn ich mir das genau betrachte, zack, zack, da geht's bei Kalin rein. Ich gehe mal diese Richtung. Erkundet Heilighafen. Wie gesagt, ich will noch die anderen zwei rekrutieren. Aber wenn ich schon alles machen kann, dann mache ich das auch. So. Wow. Okay, das hier ist Hundingshafen. Die bringen mich dann drüben zurück. Zum Heilighafen. Mit was kann ich dienen? Ich brauche eine Überfahrt. Davon ab, wohin ihr wollt. Das Dolchsturz. Dort solltet ihr alles finden können, was ihr braucht. Und noch vieles mehr. Okay, bringt mich nach Dolchsturz. Okay. Der Wegschrein hier. Ja. Erkundet Heilighafen. Wo ist Heilighafen? Gibt es hier überhaupt eine große Karte? Gruppe, Tagebuch. Ja, hier, Aufgabenhinweis. Nicolene sagte, dass ich im Heilighafen nach Larissa der Gerissene suchen soll. Ihr Schiff, die Jungfernhauch, ist vor kurzem hier gestrandet.
Ja, ich möchte mal gerne eine große Karte hier haben. Ja, ich kann hier wieder Punkte verteilen. So. Ich will die Markigen weiter aufbauen. Benachrichtigung, Nachrichten, Allianzkrieg. Um nach Cyrodiil gelangen zu können, müsst ihr eine Kampagne auswählen und als Heimatkampagne festlegen. Sobald ihr eine Heimatkampagne festgelegt habt, könnt ihr diese auswählen und dann der Kampagne beitreten. Alle Vorteile von gehaltenen Burgen und Schriftrollen der Alten sind mit eurer Heimatkampagne verknüpft. Ihr könnt aber gerne andere Kampagnen als Gast betreten. Okay. Nur für Veteranen 5 Tage Laufzeit. Okay. Gilden, Kontakte. Kontakte habe ich hier keinen. Gruppe habe ich auch keinen. So, aber ich möchte gerne wie eine größere Karte haben. Oh. Hier Dolchsturz. Und die anderen Gegenden? Gibt's nicht. Ah, ja. Einen Wegschrein von Handlingshafen reißen. Karkstein, Bank. Okay, Tamriel, Kalthafen. Hundingshafen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt echt keinen Plan, was ich jetzt gerade machen muss. Heilighafen. Wo ist das? Die Südstege von Dolchsturz. Die Zuflucht. Batzgards Pferdehandel. So. Wo ist Heilighafen? Strohsam Kai. Ah, jetzt! Das ist doch mal was. Das ist doch mal ein Anhaltspunkt. Gut. Das geht immerhin schneller so. Gut, dann muss ich die Straße hier lang nehmen, oder? Yep. Gut. Dann machen wir das mal. Gehen wir zum Heilighafen. Und suchen nach Larissa, die Gerissene. Neramo, die suchen wir doch auch. Kaum zu glauben, dass die Dwemer des alten Wohlenfell bis nach Stross Mekai gekommen sind. Mein Bruder und ich durchkämmen den Außenbereich der Ruine jetzt schon seit geraumer Zeit. Aber wir konnten nie bis ins Innere vorstoßen. Warum wollt ihr dort hinein? Aus verschiedenen Gründen. Einer ist, dass Oberhaupt Bosek mich beauftragt hat, die Ruinen zu erkunden. Ein faszinierender Aspekt der Dwemer-Ruinen sind die uralten Mechanismen, die man darin findet. Bosek denkt, man könnte sie in Hundingshafen einsetzen. Ich muss hineingelangen, um das zu untersuchen. Vielleicht kann ich helfen. Ausgezeichneter Vorschlag. Ich glaube, dass dieser Automat die Tür öffnen könnte, wenn man ihn nur steuern könnte. Ich habe zwar seinen Steuerstab, aber mir scheinen 2 Fokuskristalle zu fehlen. Sie sind in der Nähe, doch einige der örtlichen Kreaturen halten mich davon ab, sie an mich zu nehmen. Ich werde sie finden. Mit den Fokuskristallen kann ich diesen Steuerstab fertigstellen und den Automaten gefahrlos reaktivieren. Während ihr die Kristalle beschafft, nehme ich die entsprechenden Anpassungen am Konstrukt vor. Was könnt ihr mir über die Dwemer erzählen? Einige nennen sie auch Zwerge. Ein Volk von brillanten Schmieden und anderen Handwerkern, das einen unglaublichen Einfallsreichtum besaß. Sie haben gewaltige unterirdische Städte gebaut, die voller bemerkenswerter Erfindungen waren. Jetzt was ist Werke alles, was von den Dwemer geblieben ist. Was ist mit ihnen geschehen? Man kann das mit Gewissheit sagen. Einige glauben, sie seien zu Göttern geworden. Andere behaupten, sie wären von einer ihrer eigenen Torheiten verschlungen worden. Vielleicht ist beides wahr.
Jedoch sind sie vor langer Zeit verschwunden. Das ganze Volk. Und sie ließen kaum etwas zurück. Bis auf ihre wunderbaren Schätze. Schätze? Das gierige Funkeln in euren Augen. Bei dem Schatz, den ich suche, handelt es sich um Wissen, das nur für Gelehrte von Wert ist. Jene, die mir dabei helfen, es zu erringen, können aber davon ausgehen, dass sie gut belohnt werden. Leb wohl. Okay, dann helfen wir mal kurz mit. Bezark entdeckt. Zungenbrecher entdeckt, würde ich jetzt mal erst sagen. So. Vergrabene Geheimnisse. Gut, hol den primären Fokuskristall. Das mache ich doch gerne. So, ihr Wölfe seid jetzt dran. Komm, zwei fand ich noch okay, aber drei? So. Los jetzt, auf den Wolf. So. Rohlederfetzen. So, so sieht's aus. Damit sind wir eben auf dem Wolf gegangen. Boah! Nee, nee, du kriegst mich nicht. Wow! Okay, da muss ich echt aufpassen. Oh, ein Käfer-Trampel. Ja, toll. Wäre auch zu schön, wenn es so einfach wäre. So. Gleich wieder weg. Spratze keine Säure oder so. Okay, gut. Ich will jetzt ein Ahnete. Mein Glück heraufbeschwören. So, primären Fokuskristall haben wir. Jetzt kommt der sekundäre. Nee, Wufis, mit euch lege ich mich nur an. Ihr spielt nicht fair, ihr holt Freunde. Mit diesen Wufis muss ich mir aber anlegen. So. Gut, da legt sich unten hier mit jemand mit Wufis und das kann er ruhig machen. Interessiert mich ja nicht. Okay. Ja. Nee, da muss ich hier noch nicht rein für den sekundären. Okay, da muss ich... Oh, hallo Wufi! Gut, haben wir das auch. Ah, dann ist wahrscheinlich hier hinten das Zeug. Das hole ich mir. So. Gut, wo ist der Kristall? Wo ist der Kristall? Wo ist er? Oh, hi. So. Gut, der ist wahrscheinlich da oben dann. Yep, da sehe ich doch einen Pfeil. Da holen wir ihn mal da raus. Okay, da ist er. Sprecht mit Neramo am Eingang. Gut. Hoffentlich ist nicht dieser Käfer wieder da.